So, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Vorlesung im Rahmen von Treffpunkt Science City. Mein Name ist Manfred Fiebig, ich bin vom Departement Materialwissenschaft und Sie kennen alle den Spruch, Ordnung muss sein. Jeder stellt sich im Deutschen was drunter vor, auf Englisch funktioniert das gar nicht so gut. Und darüber erzähle ich Ihnen heute was und freue mich dann auch gleich auf Ihre Fragen. Gut, also erstmal so, bevor ich anfange, vor nicht allzu langer Zeit ist mir mal was untergekommen hier in der Schweiz. Da fand ich ein wunderbares Beispiel für Ordnung muss sein, nämlich diese Briefmarke hier. Die links also die berühmte Bahnhofsuhr und die Gleise zeigt und rechts ist dann alles sehr sauber aufgelistet. Die ganzen Gleise, sogar der Kies ist aufgeschüttet und die ganzen Zahlen. Fand ich sehr schöne Marke, die auch wirklich im Umlauf war. Also das ist eine echte Briefmarke. Gut, aber dann, hier soll ich drauf gucken, gut, dann mache ich das. Dann erzähle ich also zunächst mal etwas über Magnetismus, denn Magnetismus ist Ordnung, wie Sie in Kürze sehen werden. Ich werde eine ganze Menge zum Magnetismus sagen, denn jedem ist es geläufig, aber nicht so richtig wirklich. Also nicht jeder weiß, wo wirklich dann Magnetismus überall eine Rolle spielt in unserem Leben. Und von da gehe ich dann auf andere Formen von Ordnung über und schließlich zu den Multiferoika, da müssen wir mal sehen, was das ist. Gut, also zunächst mal etwas zur Entstehung des Magnetismus oder zur Entdeckung. Und wenn man jetzt mal so fragt, wie viele Magnete sind denn so in einem typischen Haushalt? Möchte jemand mal was reinrufen? 100 ist schon mal eine gute Zahl. Wie viel? 20, genau, das höre ich immer so. Zwischen 20 und zwischen 10 und 100 höre ich immer. Tatsächlich sind es 300 und davon sind 100 allein im Auto. Man weiß gar nicht, wo überall. Es sind ja nicht nur die Magnete, die Türen verschließen und so weiter. Jedes elektronische Gerät hat viele magnetische Bestandteile, winzig klein oft. Aber ja, die sind überall, die Magnete. Und deswegen ist es auch lohnend, sich da mal etwas näher mit zu befassen. Zunächst mal, was ist eigentlich ein Magnet? Gut, dann sagt man, das ist ein Körper, der irgendwie andere Körper über eine Kraftwirkung anzieht oder abstößt. Das kennt man vielleicht. Und dann sagt man, das ist jetzt die magnetische Kraftwirkung. Und das beschreibt mehr, als dass es erklärt. Aber so stellt man sich das halt normalerweise vor. Und dieses Phänomen bezeichnet man dann als Magnetismus. Man hält einen Magnet an einen Eisenkörper und der wird angezogen. Wo ist es dann überhaupt zum ersten Mal entdeckt worden? Das ist lange her. Das war hier. Dann denkt man, ja, das ist jetzt ein Haufen Trümmer. Was ist da? Da muss man mal gucken, wo das ist. Das ist hier in der heutigen Türkei, aber damals Griechenland, an einem Ort, der dann Magnesia heißt. Da sieht man die Verbindung, eine der möglichen Erklärungen für den Namen, woher der Magnetismus kommt, von dem Ort, wo er entdeckt wurde. Und beschrieben worden ist dann damals eben das ein, also das ist 2500 Jahre her und beschrieben worden ist das dann von Thales von Milet. Der hat damals schon die Anziehungskraft von Magneteisenstein, also hier sieht man so ein Mineral, wie man das in der Natur findet, Magneteisenstein auf Eisenteilchen beschrieben. Hier sieht man das dann mehr in kristallographischer Form. Und hier ist es so, man hat also diesen Stein, diesen schwarzen Stein, streut ein bisschen Eisenfallspäne drauf und dann richten die sich so wie Haare fast aus. Und dieses Mineral heißt dann auch Magnetit. Das ist ein Oxid des Eisens. Und deswegen sagt man auch, wenn man korrekt sein will, nicht einfach Magnetismus, sondern man sagt Ferromagnetismus. Das ist also der Magnetismus von Eisen, um eben ihn zu unterscheiden von anderen Formen von Magnetismus, die jetzt nichts oder anderen Formen von Ordnung, die nichts mit Eisen zu tun haben. Und üblicherweise in der Schule lernt man dann auch, ja, welche Elemente sind denn bei Raumtemperatur magnetisch? Und das kommt fast, wenn man sich noch erinnert, so fast ohne zu denken. Eisen, Kobalt, Nickel. Alles wichtige Werkstoffe, vielleicht wissen Sie es noch, also die sind wirklich, wenn man da einen Stab raus macht und hält den an irgendwas dran, was aus Eisen ist, das wird angezogen. Und gleichzeitig ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben auch ganz altes und etabliertes Wissen, Schulwissen, niemals abgeschlossen ist. Denn vor gerade mal 4 Jahren hat man plötzlich gefunden, nee, es gibt noch ein Material. Das heißt Ruthenium, das ist jetzt ein seltenes Erdelement, was bestimmt nicht viele kennen.
Aber dann hat man gefunden, wenn man das auf die richtige Art und Weise herstellt, dann ist auch das bei Raumtemperatur magnetisch. Also immer ganz wichtig für Forscher, niemals denken, das ist jetzt geklärt. Nichts ist jemals ganz geklärt, da kann immer noch ein neuer Aspekt hinzutreten. Und das Ruthenium ist ein schönes Beispiel dafür. Gut, dann vielleicht ein bisschen was, wozu braucht man denn Magnetismus und was ist, wie zeichnet er sich denn überhaupt aus? Was sind so typische Eigenschaften? Ja, dann schauen wir doch da mal ein bisschen rein, Eigenschaften von Ferromagneten. Und das erste ist eben, sie haben ein Magnetfeld. Nicht? Also hier ist das so ein bisschen dargestellt. Man kann so einen Startmagneten nehmen, wie man den vielleicht sogar bei Kopbau und Hobby kaufen kann. Und dann hat man so unsichtbare Linien, die da rumliegen, die sieht man auch nicht. Aber wenn man jetzt da wieder Eisenfaltspäne draufstreuen würde auf so einen Magneten, der unterm Papierblatt ist, dann würden diese Magnetfeldlinien halt sichtbar gemacht. Da sind sie. Und man könnte auch kleine Kompassnadeln entlang dieser Linien setzen, die würden sich dann entsprechend ausrichten. Und auch das zeigt wieder, wie wenig wir eigentlich Magnetismus verstanden haben. Wir sagen einfach, ein Magnetfeld, das ist ein Raum, über den die magnetische Anziehungskraft erfolgt. Dann hat man wieder nur was beschrieben, aber nicht wirklich verstanden. Wo kommt das Feld denn her? Aber das ist wirklich nicht so einfach zu sagen und deswegen rettet man sich oft, man gibt dem Ding einen Namen und denkt, dann hat man es verstanden, hat man aber gar nicht, man hat es nur beschrieben. Gut, und wir alle kennen einen ganz, ganz großen Magneten. Oder besser gesagt, bevor ich dazu komme, auch das ist wieder ein Beispiel, wo man sagen muss, da ist das Wissen nicht wirklich abgeschlossen. Es ist jetzt gerade mal 5 Jahre her, dass zum Beispiel hier an der ETH eine Kobaltlegierung entwickelt wurde, die eine sehr, sehr komplizierte Form dieser Magnetfelder hat. Hier sieht man so Wirbel und Strömungen, ist fast wie eine Wetterkarte. Und auch das sieht jetzt anders aus als hier, aus guten Gründen, die ich jetzt nicht weiter diskutiere. Aber man sieht, das ist alles altes Wissen, aber das kann auch ganz schnell wieder durch neue Ereignisse so ein bisschen ergänzt werden. Wir alle kennen einen Magneten sehr gut, das ist nämlich unsere Erde. Das ist ein sehr großer Magnet, die hat ein Magnetfeld, das schützt uns vor der kosmischen Strahlung. Und was vielleicht nicht jedem bekannt ist, man denkt jetzt vielleicht, naja, der magnetische Nordpol, der ist dann sicher auch da, der Punkt, wo die Erde sich drum dreht. Also da, wo die Leute hingelaufen sind damals. Das stimmt aber nicht. Also da, wo das Magnetfeld aus der Erde kommt, das ist nicht der gleiche Punkt wie der, um den die Erde sich dreht. Tatsächlich kann der sehr stark variieren. Also schauen Sie mal hier 1830, da war der irgendwie mitten in Kanada. Und da jetzt Kompassnadeln sich nach dem Magnetfeld ausrichten, also damals, wenn man den Kompass nachgelaufen wäre, dann wäre man hier gelandet, aber weit, weit weg vom Nordpol. Das macht das Magnetfeld halt. Es ist auch nicht ganz verstanden, warum. Also das passiert so, das hat irgendwas mit Magmaströmungen zu tun. Was jetzt interessant ist, ist, das war halt 1830, aber gerade vor 3 Jahren ist der magnetische Nordpol wirklich am Nordpol vorbeigekommen. Also in weniger als 100 Kilometern Entfernung. Und jetzt ist er abgedampft Richtung Russland. Mit ziemlicher Geschwindigkeit, der bewegt sich im Moment mit 55 Kilometern pro Jahr. Das ist eigentlich ja, mindestens das Fünffache von dem, was normalerweise die Geschwindigkeit ist. Aber das sind geheimnisvolle Magmaströmungen in der Erde. Da weiß keiner so richtig im Detail, was das jetzt festlegt. Gut, dann ist der Magnetismus eben auch nicht nur in Griechenland entdeckt worden, sondern auch China hat eben diese sehr alte Kultur, wo man auch vor 2500 Jahren wusste, es gibt Magnetismus. Der Legende nach hat das der Kaiser, der China als großes Reich zusammengeführt hat, dann auch erfunden, der Legende nach. Und sehr früh gab es dann halt diese magnetischen Löffel, der nichts anderes ist als ein Kompass. Also der Stiel von dem Löffel, der Löffel ist ausbalanciert und der Stiel richtet sich dann in Nord-Süd-Richtung aus. Und damit haben die Chinesen damals eben es geschafft, mit ihren großen Flotten, die sie damals hatten, über die Meere zu navigieren. Interessant auch, das ist das Schöne an diesen japanischen und chinesischen Schriftzeichen, man weiß halt, woher Bedeutungen kommen. Also das ist das Schriftzeichen für Magnetismus und das setzt sich zusammen aus Stein und Schwarz. Und wenn Sie sich erinnern, dieser Magneteisenstein, den ich vorhin gezeigt habe, das war so ein schwarzer Brocken, also ein schwarzer Felsbrocken. Und das steckt da halt so ein bisschen drin. Ist immer ganz nett zu sehen. Gut, dann die nächste Eigenschaft. Magnete besitzen einen positiven und einen negativen Pol. Das ist halt hier zu sehen und oft ist es, wenn man Magnete kauft, sogar drauf aufgemalt. Da steht N und S, also Nord und Süd.
Und es ist eben nicht so, dass wenn ich jetzt den Magneten hier durchbreche, dass ich dann in der einen Hand den Nord- und in der anderen den Südpol halte. Das ist fundamental in der Natur, dass das nicht geht, sondern man hat dann zwei kleinere Magnete. Die haben immer Nord- und Südpol, sind untrennbar. Warum das so ist, sehen wir sofort noch. Es ist so, dass sich zwei gleiche Pole dann immer abstoßen, wie man hier auch schön an den Magnetfeldlinien wieder sieht, die so voneinander weggehen, während sich entgegengesetzte Pole anziehen. Nicht? Wenn man zwei Magnete mit verschiedenen Polen aufeinander zuführt, dann macht es Schnapp und dann sind die zusammen. Nicht? Die ziehen sich an. Eine andere wichtige Eigenschaft von Magneten ist, sie setzen sich aus Elementarmagneten zusammen. Was heißt das nun? Das bedeutet, dass eigentlich jedes Atom, das in einem Material drin ist, selbst ein kleiner Magnet darstellt, selbst einen kleinen Magneten darstellt. Der kleinste, den ich überhaupt haben kann, denn Atome sind in dem Sinne nicht weiter teilbar. Wenn ich ein Eisenatom teile, das kann ich zwar machen, aber dann habe ich kein Eisen mehr. Und ein Eisenatom für sich genommen ist eben ein kleiner Magnet, dann sagt man Elementarmagnet. Und dann kann man auch verstehen, warum man, wenn man einen Magneten auseinanderbricht, plötzlich wieder Magneten hat. Also einmal alles ist magnetisch, auch dieser Holztisch hier. Nur normalerweise zeigen diese atomaren Elementarmagnete alle in unterschiedliche Richtungen. Und dann hebt sich halt all diese kleinen Magnetfelder, die mitteln sich weg. Nicht? Und nur wenn jetzt das Material aus irgendeinem Grunde sagt, es ist praktisch für mich, es spart mir Energie, wenn alle Elementarmagnete, alle Atome mit ihrem Magnetfeld in die gleiche Richtung zeigen, dann addieren sich die winzigen Felder einer ganz großen Zahl von Atomen auf und ich bekomme halt diesen Nord- und Südpol, den ich nach draußen in der Zentimeter- und Meterwelt wirklich merken kann. Dann habe ich den sogenannten Ferromagneten. Und hier sieht man, was passiert, wenn man so einen Ferromagneten zerbricht. Nicht? Sie sehen, dadurch, dass jedes Atom ein kleiner Magnet ist, hat man jetzt nicht nur den Süd- und den Nordteil, sondern hier kommt, wenn man den durchbricht, eben wieder der Südteil zum Vorschein. Das heißt, ich breche ihn durch, ich habe zwei kleine Magnete. Sieht man ganz gut. Ne? Man bricht es halt, das ist, weil jedes Atom ein kleiner Magnet ist. So, dann eine wichtige Eigenschaft, wo jetzt viele sagen, das überfordert mich jetzt und da habe ich sowieso keine Ahnung von. Magnete sind quantenmechanische Objekte. Nicht? Quantenmechanik, da sagen die Leute immer, Physik habe ich sowieso keine Ahnung, aber Quantenmechanik, nee. Aber das ist gar nicht so schwer zu verstehen und das ist auch wichtig. Und Sie erleben Quantenmechanik jeden Tag. Sie halten das in Ihrer Hand. Das möchte ich Ihnen kurz erklären. Und zwar ist es also so, dass Magnetismus und elektrischer Strom sich irgendwie entsprechen. Wenn ich also jetzt hier so eine Kupferspule winde und lasse da einen Strom durchfließen, einen elektrischen Strom, dann sehen Sie, dann kriegen Sie hier genau diese Magnetfeldlinien, die Sie auch beim Stabmagneten gesehen haben. Man kann das sogar definieren, um einen Draht, durch den elektrischer Strom fließt, herum ist ein Magnetfeld. Das könnte ich wieder mit so kleinen Kompassnadeln messen. Hier hat man das dann in professioneller Art, eine gewickelte Spule, wo dann Strom durchfließt. Und wenn man an diese Spule eine Kompassnadel dranlegt, dann richtet die sich aus. Also ganz wichtig, Stromfluss und Magnetfeld entsprechen einander. Das ist deshalb so wichtig für uns, weil da zwei ganz wichtige Anwendungen raus resultieren. Nämlich einmal der Elektromotor. In einen Elektromotor, da lasse ich Strom reinfließen und ein Magnet übersetzt das dann in eine Bewegung. Nicht? Der Strom fließt rein, die Achse dreht sich, damit kann ich irgendwas antreiben. Andersrum kann ich auch eine Bewegung in Strom überführen, wie bei diesen Windkraftgeneratoren. Die drehen sich und ein Magnet übersetzt das dann in Strom. Das ist, weil Magnetfeld und Strom sich einander entsprechen. Jetzt würde ich dann ja sagen, das heißt, dass in jedem Eisenatom, in jedem Elementarmagnet dann Strom fließt. Aber das ist gerade nicht der Fall und das ist das Quantenmechanische. Ein Eisenatom hat ein Magnetfeld, ohne dass da ein Strom fließt. Und dann sagt man, das ist eine Eigenschaft, die kennen wir in der realen Welt nicht, das ist eben Quantenmechanik. Man nennt dann dieses Magnetfeld Spin. Also man denkt wieder, da fließt irgendwie so ein Strom im Kreis und macht mir dann mein Magnetfeld, auch wenn da keiner fließt. Aber das Gehirn braucht immer irgendwelche Bilder, mit denen es arbeiten kann, mit denen es sich was vorstellen kann. Also sagt man, ich habe da so einen atomaren Strom und der macht mir mein Magnetfeld, auch wenn da gar kein Strom ist. Aber dann heißt das Spin. Spin ist das englische Wort für Drehung, was da so ein bisschen drauf abhebt. Und das ist eben das Besondere. Wenn Sie einen Magneten kaufen für einen Franken,
dann haben Sie Quantenmechanik in Reinform in der Hand. Wenn es Quantenmechanik nicht gäbe, dann hätte der kein Magnetfeld, dann wäre es kein Magnet. Nicht? Also keiner kann sagen, Quantenmechanik geht mich nichts an, es geht alle was an. Gut, das ist also dieser Quantenmechanik-Aspekt, der uns näher ist, als wir denken. Dann, ich habe jetzt schon oft das Magnetfeld erwähnt, wie messe ich denn jetzt eigentlich, oder wie messe ich das denn jetzt? Temperatur messe ich in Grad, Celsius oder sowas, wie messe ich denn Magnetfelder? Die messe ich in Tesla. Gut, jetzt weiß keiner so richtig, was ein Tesla ist. Vielleicht erinnert man sich daran, dass Nikola Tesla ein genialer Physiker war, der viel gemacht hat in Bezug auf, der hat den elektrische Stromversorgung in den USA zum Beispiel mit aufgebaut. Und ein Tesla ist jetzt folgendes. Ich nehme zwei Drähte, die sind einen Meter lang und durch die fließt ein Strom von einem Ampere. Ein Ampere, das ist so eine handliche Stromgröße, die kann eine Batterie erzeugen. Und wenn man diese Drähte von einem Meter Länge hat, durch die 1 Ampere fließt, dann ziehen die sich durch das Magnetfeld hinweg an, und zwar mit einer Kraft, die ungefähr 100 Gramm entspricht. Eine Tafel Schokolade. Wenn man diese Situation hat, dann sagt man, das ist jetzt ein Tesla. Okay, das kann man jetzt akzeptieren, aber das sagt einem jetzt noch nicht so richtig, ob das jetzt viel oder wenig ist. Deswegen schauen wir uns mal lieber ein paar Zahlen an. Da sind welche. Also zum Beispiel sieht man, dass ein Tesla echt viel ist. Denn zum Beispiel im Gehirn, da hat man hier also Haufen Nullen und dann kommt dann eine 1 und dann Tesla. Selbst Haushaltsgeräte sind so im Millionstel Tesla-Bereich. Das Erdmagnetfeld, das ist so ein Hunderttausendstel Tesla. Und Haftmagnete immer noch ein Tausendstel. Und das Allerstärkste, was ich als Permanentmagnet kaufen kann, ist ein Tesla. Deswegen, Tesla ist eine recht große Einheit. Man hat kein Problem, über 1000 Grad zu sprechen oder 1000 Meter oder auch 10.000 Meter. Die läuft man in 2 Stunden ab. Aber 10.000 Tesla, das kriegt man nicht so ohne weiteres hin. Da hat man also im Labor dauerhaft kriegt man 50 Tesla hin und für einen ganz kurzen Zeitpunkt auch 10.000. Und wenn man so 100 Millionen haben will, dann muss man schon Neutronensterne aufsuchen. Naja, und da überlebt man sowieso nicht. Also ein Tesla ist viel, ist so ein bisschen die Botschaft. Gut, eine weitere Eigenschaft, die auch sehr wichtig ist. Magnete besitzen Domänen. Was heißt jetzt Domänen? Dazu schauen wir uns vielleicht das mal hier an. Geordnet marschieren, das ist sehr praktisch, das macht man immer so in dieser Kolonnenform, weil dann sehr viele Leute auf sehr kleiner Fläche sehr schnell voranbewegt werden können. Aber man sieht auch, ja, wenn das Feld größer wird, dann ist das schwer, das aufrecht zu erhalten. Und das kostet viel Energie. Also praktischer ist es doch eigentlich, ich mache mehrere so kleine Trupps, die für sich alle sehr schön marschieren können, aber irgendwie da nicht so genau aufeinander sitzen, nicht? Die so ein bisschen Abstand zueinander haben. Und so ähnlich macht das auch ein Magnet. Der sagt sich nämlich, also so, dass alles eine einzige Magnetisierungsrichtung hat, dass wirklich alle Elementarmagnete, alle Atome in die gleiche Richtung zeigen, das ist schwer. Das mag das Material nicht. Das kostet viel Energie. Was macht es also? Es zerfällt in so 3, 4, 5, eine kleine Zahl von Bereichen, wo der eine Bereich vielleicht nach unten magnetisiert ist, dann der andere nach oben und wieder einer nach rechts oder links. Dann hat man zwar immer noch sehr hohen Grad an Ordnung, nur hier an den Wänden ist sie dann gestört. Aber man hat nicht dieses energiereiche Magnetfeld. Das kompensiert sich durch diese Hoch-Runter-Magnetisierung so ganz gut weg. Und das ist, was ein Magnet halt gerne macht. Er zerfällt in diese Bereiche und die nennt man Domänen. Und wieder was aus der Schule, da hat man diese Magnetbretter, diese Kompassnadelbretter, vielleicht kennen Sie die noch. Dann hält man ein Magnet dran, dann schlägt man einmal kurz dran und dann sieht man, dann teilt er sich auf in Bereiche von Kompassnadeln, die nach rechts zeigen oder nach links unten oder nach oben. Nee, nach oben haben wir nicht. Aber nach links oben haben wir zum Beispiel. Das sind dann auch Domänen. Das ist sehr wichtig. Warum? Das sehen wir sofort noch beim nächsten Punkt. Nämlich erstmal hier ein Bild. Also Domänenstrukturen, die können sehr, sehr hübsch aussehen. Richtig fast wie Schmetterlingsflügel oder hier so Nickel, eben eines der drei Elemente, die bei Raumtemperatur magnetisch sind, können so Labyrinthe oder so Blasen bilden. Also das ist alles ganz hübsch. Ich zeige Ihnen gleich noch weitere schöne Beispiele. Direkt anschließend an diese Definition von Domänen besitzen Magnete, das ist jetzt hier unser letzter Punkt, sie besitzen eine Hysterese. Und da wird es jetzt technisch wirklich wichtig.
Es ist nämlich so, wenn ich jetzt einen Magneten zum Beispiel irgendwie hergestellt habe, wo die gesamte Magnetisierung nach unten zeigt, was das Material also gar nicht so gerne mag, hatte ich ja gesagt. Jetzt lege ich mal ein Magnetfeld an und zwar in genau die entgegengesetzte Richtung. Dann wird sich das Material in der Magnetisierung umdrehen. Und das macht es eben, indem es so Domänen bildet. Das heißt, erst zeigt alles nach unten. Dann zeigen ein paar Bereiche nach oben, ein paar aber auch einfach nach links. Die sind so ein bisschen, die haben es noch nicht ganz mitgekriegt, wo es hingeht. Und wenn dann das Magnetfeld immer stärker wird in der Gegenrichtung, irgendwann schaltet dann komplett alles nach oben. Und wenn man die Kurve jetzt durchfährt, dann sieht man, die ist nicht geschlossen. Das heißt, wenn ich von hier komme und ich höre bei Null auf, dann zeigt meine Magnetisierung immer noch nach unten. Wenn ich aber von da oben komme und bin bei Magnetfeld Null, dann zeigt die Magnetisierung nach oben. Das heißt, es ist nicht eindeutig. Für Nullfeld kann die Magnetisierung immer noch nach unten oder oben zeigen. Das ist, was die Hysterese im Grunde aussagt. Warum ist das wichtig? Das brauche ich gerade für die Datenspeicherung. Ich kann also einen Magneten, ein Magnetfeld aussetzen, die Magnetisierung, dann das Magnetfeld wegnehmen und der Magnet hält dann entweder in dem plusmagnetisierten oder dem minusmagnetisierten Zustand an und bleibt da. Und so kann ich dem Magneten eine Information aufprägen. Das ist zwar nur wenig, das ist eben Plus oder Minus oder Ja, Nein, aber damit kann ich halt schon arbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, gehe ich heute Abend ins Kino und wenn ich dann den Magneten mit dem Nordpol nach oben hinlege, dann heißt es Ja und wenn der Südpol nach oben liegt, Nein. Das ist schon eine Information. Und jetzt kann ich natürlich auch mit mehreren Magneten arbeiten. Ich kann, also genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, diese kleinste Informationseinheit, die nennt man ein Bit. Gut, jetzt kann ich aber auch mit mehreren Magneten arbeiten. Ich kann zum Beispiel 7 hintereinander legen und kann dann sagen, wenn ich dann diese Folge habe, 1000001, das nenne ich dann einfach mal A, oder eben 1011010Z. Und schon können wir Texte speichern mit Magneten, indem ich die einfach Bit für Bit mit dem Nord- oder Südpol nach oben hinlege. Und das hat sich im Grunde nie geändert, bis vor kurzem. Früher hatte man dann so Kernspeicher, nannte man das. Da waren wirklich magnetisierte Ringe drauf, die dann in der einen oder anderen Richtung durch den Strom magnetisiert wurden. Und da konnte ich dann 1000 Bit speichern. Das sind so etwa 100 Zeichen, 120 Zeichen. Also eine SMS geht da drauf. 7 Zentimeter. Und das hat sich nicht viel geändert. Auf einer Festplatte sind immer noch diese Bereiche drauf. Nur sind die jetzt halt kleiner. Jetzt kann man also auf einer so einer kleinen Platte hier von 10 cm Durchmesser, mittlerweile noch kleiner, kann man die Informationen von einem Bücherstapel unterbringen, der von Zürich nach Berlin reicht. Nicht? Aber gut, und das hat man immer fröhlich über die Jahrzehnte so weitergetrieben. Man hat diese Speicherdichte immer weiter erhöht, die Bitgröße immer weiter verringert. Und man sieht hier, wie, das ist wirklich stetig, seit den 70er Jahren, eigentlich sogar noch früher, ist das immer nach oben gegangen. Und wie enorm dieser Zuwachs an Speicherdichte ist, das sieht man, wenn man das mal überträgt auf ein Auto. Also wenn ich die gleiche Entwicklung von 1956 bis 2006 wie bei magnetischen Speichern gehabt hätte, dann könnte ich also jetzt mit einem Fingerhut von Benzin 4-mal um die Erde fahren. So hat man das verbessert. Also statt 10 Liter pro 100 Kilometer hat man jetzt das. Und die Bereiche werden immer kleiner, die dann praktisch den Magnetismus halten. Aber jetzt erinnern wir uns, die kleinste magnetische Einheit ist das Atom. Und da komme ich halt nicht mehr drunter. Also irgendwo hat das Ganze eine natürliche Grenze. Tatsächlich hat man dann festgestellt, man braucht so etwa 1 Million Atome. Wenn es weniger sind, dann ist die Magnetisierung nicht mehr stabil. Das Problem ist, da sind wir jetzt gerade. Das heißt, eigentlich können wir unsere Magnete jetzt gar nicht mehr kleiner bauen. Unsere Festplatten können jetzt nicht mehr Daten halten. Wir brauchen neue Materialien, die da irgendwie was anderes machen. Und da kommt jetzt genau unsere Forschungsgruppe ins Spiel. Wir suchen nach solchen Materialien. Hier sehen Sie also eine ganz schöne große Gruppe, die mit allen möglichen Werkzeugen arbeitet. Sehr international, was ich jeden Tag genieße. Da arbeiten auch Ukrainer und Russen zusammen und Taiwanesen und Chinesen. Das ist alles kein Problem. Bei uns geht das, nicht? Also wenn man so ein bisschen vernünftig ist, geht das alles. Sogar sehr gut. Und ich genieße das jeden Tag. Und wir suchen nach neuen Materialien, Alternativen zu Magneten und Datenspeicherung durch Magnete. Na, dann schauen wir uns doch mal ein paar von diesen anderen Ordnungsformen und Kombinationen an.
Und ich will jetzt nicht durch den ganzen Zoo gehen, so viele gibt es dann auch wieder nicht, aber eine ist ganz wichtig. Und das ist die sogenannte Ferroelektrizität. Die kann man sich auch einigermaßen gut vorstellen. Man hat also hier einen kleinen Atomkäfig, da sind irgendwelche Ionen, das könnte zum Beispiel Sauerstoff sein, nicht Sauerstoff, das könnte zum Beispiel ein Metall sein und in der Mitte sitzt dann so ein Sauerstoffatom oder irgendwas, was negativ geladen ist. Und dann kann es passieren in dem Material, dann verschiebt sich dieses negativ geladene Atom so ganz spontan nach oben. Was passiert denn dann da eigentlich? Dann kriege ich plötzlich ein positives und ein negatives Ende in meinem Kristall. Und positiv-negatives Ende, das erinnert uns an was? Nicht? Das ist ja genau, was der Magnet hat. Der hat ja ein Nord- und Südende, das man eigentlich auch mit Plus und Minus bezeichnen kann. Also was ich hier eigentlich habe, ist ein elektrischer Magnet. Wenn das jetzt praktisch das ganze Material so aufgebaut ist. Und dann sagt man, na gut, wenn ich vorher das magnetisch Ferromagnetismus genannt habe, dann nenne ich jetzt so ein Material ferroelektrisch, weil es mit Ladungen funktioniert. Und Ferro heißt jetzt nicht Eisen, sondern das heißt einfach geordnet. Man kann sich jetzt jede Kristallgitterzelle kann man sich wie man vorher gesagt hat, jedes Atom ist ein Magnet, ist jetzt jedes Atom eine kleine Batterie oder jedes Molekül. Kann man sich so einigermaßen vorstellen, nicht? Und das klingt auch schon danach, dass man da irgendwie Energie rausholen kann, denn das kann man ja mit Batterien machen. Tatsächlich sieht das dann auch alles relativ ähnlich auf den ersten Blick aus, nicht? Also die haben auch so eine Hysterese, die haben auch ein Feld, nur ist das Feld jetzt elektrisch statt magnetisch. Man fährt kein magnetisches, sondern ein elektrisches Feld. Man kriegt keine Magnetisierung, sondern elektrische Polarisierung. Das ist das, was Sie fühlen, wenn ja, die Älteren, die sich noch an die Röhrenfernseher erinnern, da hat das immer so gebrutzelt, wenn man den ausschaltet. Das waren elektrische Felder. Gut, und das kann man dann eben auch für Datenspeicherung nutzen. Genauso wie Magnete kann man dann sagen, ja, ich habe halt meine positive Ladung oben oder meine negative Ladung oben und das ist dann meine Information. Und es gab schon mal Geräte, wie hier so eine frühe PlayStation-Version, die hat mit elektrischen Speichern gearbeitet, statt mit magnetischen. Warum nicht? Das kann gewisse Vorteile haben. Ferroelektriker sind aber in erster Linie wegen was anderem interessant. Nämlich, wenn ich ein Ferroelektrikum zusammendrücke, kommt dann eine elektrische Spannung raus. Da kann ich also praktisch eine Bewegung, eine Druckbewegung umsetzen in elektrischen Strom. Und da eben Energie durchgewinnen. Das hat eine Menge interessanter Anwendungen, zum Beispiel Sonar, ein Schiff strahlt Schallwellen ins Meer, ein Fischschwarm reflektiert den zurück. Schallwellen bewegen eine Membran eines Mikrofons und bewegen heißt eben, wenn dahinter ein ferroelektrischer Kristall sitzt, der wird zusammengedrückt und macht einen kleinen Strompuls. Und so wird dann nämlich diese Schallwelle übersetzt in einen kleinen Strompuls durch ein Ferroelektrikum. Oder sehr wichtig auch, Ferroelektriker bieten Strom, nicht unbedingt effizienter als jetzt mit anderen Methoden, aber lokal unabhängig. Das heißt, ich kann zum Beispiel in meinem Schuh, in meiner Schuhsohle Energie erzeugen. Nicht? Sie können ja nicht immer, wenn Sie jetzt irgendwie einen Sensor in Ihrem Schuh haben, der so Ihre Schrittgeschwindigkeit misst oder die zurückgelegte Strecke, Sie können ja nicht immer so ein Kabel mit sich führen und irgendwo dann eingestöpselt haben. Da braucht man eine lokale Stromversorgung. Und dann hat man eben in der Schuhsohle ein Ferroelektrikum. Jedes Mal, wenn sie auftreten, wird das so ein bisschen zusammengedrückt und erzeugt den Strom für den Schaltkreis, der dann meine Schritte zählt. Oder ein Feuerzeug, nicht die Alten, die so Ratsch gemacht haben, sondern die so Klick machen. Da ist ein Kristall, der wird so stark zusammengedrückt, dass er dabei sogar einen elektrischen Funken erzeugt. Und der entzündet dann mein Gas. Das sind alles Ferroelektriker, die da drinstecken. Ganz besonders interessant wird es dann eben, und das wird wirklich, darüber wird nachgedacht, wie kann ich zum Beispiel eine intelligente Straße bauen, wo also genau gezählt wird, welche Autos da durchfahren und so weiter. Da kann ich eben auch in die Straße solche Ferroelektriker einbauen. Jedes Mal, wenn ein Reifen drüber fährt, wird es zusammengedrückt, erzeugt Strom und misst dann irgendwas. Oder ich kann so ein Hochhausgebäude mit so Fasern aus Ferroelektrikern versehen, die werden dann im Wind bewegt. Und das kann dann so schon durchaus so bis zu 100 Kilowatt pro Gebäude erzeugen. Ja, das sind alles so Ideen, die jetzt auch noch nicht so umgesetzt sind unbedingt, aber das kann man alles machen im Prinzip. Gut, jetzt nochmal die Domänen, die ich vorhin erwähnte. Jedes ferromagnetische Material zerfällt in Domänen, Ferroelektriker auch. Und das kann sehr hübsche Bilder geben. Also hier sehen Sie mal an einer
Material, Strontium, Manganat, aber das ist jetzt nicht so wichtig, bildet sehr, sehr hübsche Domänenstrukturen aus. Oder hier noch wieder ein anderes Material. Da ist jedes Schwarze ist negativ geladener Bereich, jedes Helle ist ein positiv elektrisch geladener Bereich. Kann sehr hübsch werden. Gut, jetzt zum letzten Punkt. Wir brauchen, wie ich gesagt habe, neue Ordnungsformen. Und da können eben zum Beispiel Multiferroika sehr wichtig sein. Also ein Problem mit Computern ist ja gar nicht mal unbedingt nur, dass man immer mehr Informationen auf engem Raum zusammenführen möchte. Ein Problem ist ja, die erzeugen ja eine ungeheure Abwärme. Sie können ja zum Teil die Computer gar nicht mehr kompakter bauen, weil die dann unter ihrer eigenen Abwärme einfach schmelzen würden. Und deswegen steht zum Beispiel auch der größte Schweizer Supercomputer im Gletscher. Der braucht einfach Gletscherwasser, um überhaupt diese riesige Energiemenge, die da durch Strom erzeugt wird, wegführen zu können. Und jetzt wäre es zum Beispiel schön, wenn ich sagen würde, gut, die verbrauchen oder die erzeugen ja deshalb so viel Strom, Computer, weil ich Magnetfelder erzeuge und dafür brauche ich elektrische Ströme und die kosten Energie und machen diese Abwärme. Ja, vielleicht kann ich das ja auch durch elektrische Felder machen. Da fließt dann ja gar kein Strom. Also ich lege ein elektrisches Feld an, ich schalte meinen Magneten. Das wäre toll. Dann hätte ich praktisch die gleiche Schaltwirkung wie mit dem Magnetfeld, aber ich würde gar keinen Stromfluss haben. Und dann brauche ich eben Materialien, die gleichzeitig ferromagnetisch und ferroelektrisch sind. Also die beide Eigenschaften in sich tragen, die ich gerade beschrieben habe. Die gibt es auch schon sehr lange. Aber erst seit kurzem hat man realisiert, dass man damit sehr, sehr sinnvolle Dinge tun kann, wie zum Beispiel eben ein elektrisches Feld anlegen und eine Magnetisierung beeinflussen. Magnetismus, magnetische Datenspeicherung ohne Stromfluss, fantastisch. Spart Energie und ich kann meine Computer kompakter bauen. Genau. Und das ist eben genau, was neben verschiedenen Stoßrichtungen wir bei uns in der Gruppe verfolgen. Gut, jetzt hat die Natur zwar fantastische Dinge geschaffen, wie diese Megakristalle in Mexiko, aber leider hat die Natur nicht so richtig viele von diesen sogenannten Multiferroika geschaffen. Es gibt tatsächlich nur drei natürliche Materialien, die gleichzeitig elektrisch und magnetisch geordnet sind. Und alle anderen, die man so kennt, die kommen aus dem Labor, die werden in so Schmelzöfen gezogen. Also man sieht, das braucht wirklich viel Materialwissenschaft, um da die richtigen Materialien überhaupt erstmal zu entwickeln. Die Idee ist da, aber die Materialien sind noch nicht da. Das sieht man auch an dieser Folie hier. Also unsere derzeitig größten Herausforderungen, an denen wir eben auch an der ETH in Theorie und Experiment in der Materialwissenschaft forschen. Es gibt zu wenige von diesen multiferroischen Materialien und sie sind dann oft auch nur gleichzeitig magnetisch und elektrisch geordnet, wenn es wirklich kalt ist. Minus 200 Grad. Also auf dem Pluto kann man da schon ganz gut mit arbeiten, aber nicht hier. Und ein weiterer Punkt, die Magnetisierung und Polarisierung in diesen Multiferroika ist auch sehr klein. Sie sehen, ganz schwach ist hier jetzt so ein blaues Rechteck. Man sieht es nicht so gut auf dem Beamer, aber so groß ist es. Und da ist ein winziger roter Punkt hier zu sehen. Das ist das Verhältnis zwischen der Magnetisierung eines Multiferroikums und der eines konventionellen Magneten. Also man sieht, die ist noch sehr, sehr klein. Die müssen wir viel größer machen. Gut, damit komme ich dann zum Ende. Also wir arbeiten dran, bessere Multiferroika, die man dann auch wirklich so für Geräte verwenden kann, die ich dann vielleicht auch bei Coopbau und Hobby kaufen kann. Mit großer Begeisterung habe ich dann vor einigen Jahren in Ecuador ein Geschäft gefunden, das sich Multiferreteria heißt. Da denkt man, da kann man seine Multiferroika schon kaufen, aber es ist halt einfach Spanisch für Eisenbahnhandlung. Und Multiferreteria ist halt eine besonders gute. Aber natürlich bin ich dann vor Begeisterung ab hoch und runter gesprungen und alle haben gefragt, was hat denn der? Das ist ja nur eine Eisenwarenhandlung. Gut, also, was können wir da jetzt sagen? Ich hoffe, dass Sie sehen, dass wir ohne diese sogenannte ferroische Ordnung von Materialien, magnetisch, elektrisch, es gibt auch noch andere, unsere heutige Welt nicht denkbar ist. Sie sind überall wirklich und werden eingesetzt in unserer elektronischen Welt. Es gibt eine Menge neue Formen von Ordnung, die jetzt gerade erforscht werden oder Kombinationen aus Ordnungsformen. Das ist das, was wir hier eben zum Beispiel machen. Die ETH ist eins der Weltzentren zum Beispiel der Multiferroikforschung. Und auf jeden Fall kann man ja eines sagen, Ordnung muss sein. Vielen Dank.